Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und liebe Herren. Ein weiteres Video der Firma JP Performance. Nee, doch nicht. Ja, wir kommen hier und heute bei uns in der Halle. Was heute passieren wird, weiß ich selber auch noch nicht genau. Wir machen einfach mal alles. Ich will am Bus jetzt heute wirklich ein bisschen was machen. Gucken wir erstmal hier mein neues Kennzeichen. Rein für Showzwecke. Es ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Naja, übrigens hier Leute, die Hörner, ne? Die können nicht weiter rüber wegen dem Halter da. Ich glaube, es gibt normalerweise hier hinten noch einen abgesetzten, dass man da ein Stück rüberkommt. Aber die hinteren Hörner sind so weitestgehend mittig drin. Und ich habe mal bei vielen anderen geguckt, das scheint auch Originalposition zu sein. Dann will ich hier drin mal die ganze Scheiße ausräumen, weil ich habe Stoff gekauft für den Bus. Ist jetzt mit Innenausstattung. Ich muss jetzt noch mal ein paar Euro für Holz in die Hand nehmen. Und dann will ich da hinten das mir mal so bauen, wie ich das schon seit Jahren in den Träumen habe. Stoff ist da. Seid gespannt, wie ich mir das da vorstelle. Naja, hier von vorne der Bus. Einfach Zucker. Auch diese ganzen Politurreste und sowas werde ich jetzt wegmachen. Das soll einmal clean werden. Hier hinten ein bisschen aufräumen. Wir wollen die ganze Halle ein bisschen auf Vordermann bringen, dass es hier geil aussieht. Hier, ihr habt gesehen, den Dachgepäckträger habe ich vorgeholt. Da habe ich mal angefangen, ein bisschen zu kratzen. Guck mal, unter dem Rot ist weißer Lack. Das heißt, wenn man das komplette Rot mal runterbeizt oder mit Aceton habe ich eine Dose besorgt. Mal gucken, wie ich da am besten vorkomme. Aber ich will da einmal die rote Farbe runterkriegen. Ob das jetzt hier in dem Video fertig wird oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. So, ne? Aber dann will ich auf jeden Fall mal hinkriegen. Naja, denn hier diese Pappen, die muss ich mal eine mit nach Hause haben. Und dann mal hier. Geht los mit dem Polstern alles, ne? So, weiter im Text. Was passiert hier noch? Leute, Alter. Jascha hier mit seinem Karmann, das Ding. Er ist wohl mal die erste Fahrt gefahren, hat ein bisschen Vergaser eingestellt, noch so per Hand und nach Auge und so. Ja, da steht das Ding. Relativ bereit für die nächste Saison. Was wollen wir mehr, ne? Okay, weiter. Hier, da unten diese Ikea-Regale. Die müssen da gleich ran. Ich will hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen, für Zucht und Ordnung. Maga, und jetzt, Leute, guck mal da rein. Und hier, ne? Jasko hat so eine Haushaltsentrüppelung mitgemacht, Alter. Hammergeil. Ich feiere sowas immer übel. Und hier, guck mal da. Ich laufe hier vorbei, guck in die Kiste rein und denk, Spielzeugautos, Alter. Mein Steckenpferd. Maga, und jetzt hier diese ganzen Geschichten drauf. Ein Auto geiler als das andere. Ganz im Ernst, ey. Schreibt doch mal rein in die Kommentare, welches Ding findet ihr am geilsten oder am interessantesten. Das meiste ist hier wirklich alter Sico-Kram. Guckt euch mal die ganzen Fahrzeuge an hier. Alter. Sachen, die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich finde die so geil, ey. Naja, ich will mal mit Jasko sprechen. Nicht, dass er das wegschmeißen will oder so, ne. Das wird doch hier schön irgendwo dekorativ da oben bei den LKWs oder so. Das wird doch hier irgendwo schön stehen können oder was. Naja, weiter im Text. Guck mal hier draußen. Die Herrschaften und die Damen. Oh, ist windig. Ich gehe wieder rein mit euch. Ich gehe wieder rein. Fleißig wie sonst kein anderer. Hier das Tor final drin. Und hier geht's weiter. Beton. Hier wird jetzt eine Auffahrt gekippt. Also hier kommt jetzt eine glatte Auffahrt rein. Wenn genug Material da ist, kommt bei uns auch gleich noch eine Auffahrt mit ran, ne? Dass wir auch unsere Brettergeschichten loswerden. Ja, denn wir fangen jetzt einfach mal an. Dann werden wir schon sehen, was hier passiert, ne? Alles klar. Bis gleich. Leute, so, pass mal auf. Ich habe jetzt kurz die Stunz der Gunde genutzt hier und dann passt so eine Regale. Davon hatte ich noch zwei. Jetzt habe ich eins da oben hingehauen. Und ihr seht hier schon, Alter. Sieht deutlich wild aus. Aber das sind diese ganzen Spielzeugautos, die da drüben. Guck mal, was ich da noch für Schmuckstücke gefunden habe, Alter. Die waren da drüben alle und ich habe Jasko gefragt. Er sagt, Junge, nimm raus, was du da rausnehmen willst. Den Rest schmeiß ich weg. Denn hier die Ecke noch. Das konnte ich jetzt auch alles nicht wegschmeißen, ne? Da diese ganzen alten Beinzelmännchen und so. Ist doch, ich lieb so einen Scheiß, ne? Ich wühle hier schon die ganze Zeit da vorne im Müll rum, Alter. Und bin einfach, Junge, theoretisch kann ich praktisch alles, ne? Geil, Alter. Der kommt doch hier auch mit ran irgendwo, oder was? Boah, scheißegal. Theoretisch kann ich praktisch alles, Alter. Wir müllen uns das jetzt hier schon zu. Keine Angst, ey. So, warte. Warte. Ich suche dafür einen Platz, aber irgendwo steckt die gleich. Weißt du, was ich meine? Da steckt die doch nicht schlecht, oder was? Ja, ich steck die noch um. Junge, hier ist noch Geld zu finden, oder was? Ja, ey, wir wühlen hier noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube, ein, zwei Schätze finden wir hier noch so für die Halle. Du hast gerade hier schon 1000 Quartetts gehabt, ne? Ja. Hier. Habt ihr die schon wieder entsorgt oder was? Nein, die haben wir nur versteckt hier unten. Boah, Mann, guckt euch das an. Da werden wir hier, wenn wir Langeweile kriegen sollten, ne? Können wir da hinten Quartett spielen bis zum Umfallen, Alter. Ich hab jetzt schon Bock. Wollen wir gleich eine Runde daddeln? Ja, oder? Wir wollen ja noch was schaffen, oder? Ja, dann schaffen wir jetzt erstmal was. Gut, ich sammle hier nochmal weiter. Guck mal hier, Leute. Das ist so der Rest quasi. Da sortiere ich jetzt nochmal fein aus, weil sowas hier auch bestimmt nicht schlecht. Schmeiß das trotzdem nicht weg. Das krieg ich nicht übers Herz. Dann kommt in eine Kiste und dann kriegt das irgendein Kind zum Spielen oder so. Weißt du? Ich hab mir die Praline rausgepackt. Hier sind auch noch ein paar geile Dinge. Aber ja, ich pack den Rest jetzt so in der Kiste da und dann bis gleich. Ich könnte hier jetzt noch stundenlang weiter drin rumbuddeln, Alter, aber ich lasse das, ne? Man hat dann auch irgendwann mal die Schätze gefunden, die man gefunden hat. Da oben, guckt euch das an. Das alte Radio. Konnte ich nicht wegkommen lassen. Hängt da geil. Aber wir müssen uns jetzt hier mal ums Wesentliche kümmern, ne? Hier werden jetzt nochmal so Löcher reingebohrt, dass die Dinger hier fest haben halt. Und dann kommt hier auch noch ein bisschen Anfahrt rausgekippt nachher. Schilder am Streichen, da eine am Bohren, Alter. Und ich hier am Labern mit euch, Alter.
Alter, für euch. Ihr wisst Bescheid. Ich bleib trotzdem hier drin auch heiß dabei. Werde hier noch weiter aufräumen und so, ne? Der ganze Scheiß muss mal weg hier. Und wir brauchen hier Ordnung, Zucht und Ordnung. Das erträume ich mir. Und dann wird hier gleich noch dieser Bus komplett ausgeräumt, Alter. Ich räume ihn auf bis in die letzte Fuge. Na Leute, Alter, kann nicht immer nur schrauben. Manchmal muss man hier auch mal eine harte Mische machen, ne? Ich bin ja schließlich bekannt für meine strengen Mischen. Hier, diese leicht zu feucht immer. Ich muss da gucken, dass ich gut wegkomme, ne? Na, guck mal da hinten. Phil ist hart dran, Alter. Der schmiert uns da. Der schaut hier eine schöne Auffahrt hin. Und da, guck mal da. Da auch. Auffahrt fertig. Ich mach jetzt hier die letzte Mische und dann soll das gleich gewesen sein, ne? So, Leute, was soll ich sagen? Guck mal, hier, Auffahrt ist fertig. Hier muss man ja mal sagen, der Phil, Alter. Großartige Leistung! Großartige Leistung! Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Bier trinken, oder? Machen wir Typ 3 weiter. Ja, klar, machen wir Typ 3 weiter. Wir können jetzt auch gleich Filz Typ 3 nochmal anschmeißen, ne? Oder ich räume jetzt einmal meinen Bus leer. Ist dir egal, ne? Bis gleich. So, Leute, guck mal hier, wir sind jetzt dran und lassen mal von dem Tank hier den Scheiß auf. Ihr kennt das, Tankentlüftung, ne? Dass hier ordentlich durchlaufen kann. Und dann lassen wir jetzt mal hier den Scheiß ab. Jetzt geht's los, Alter. Ja, hier, der war noch zu, weißt du? Eigentlich müssten wir hier rumkommen, dass der hier liegt, weil so. Ja, kann man ja machen. Sein. Dann machen wir den nochmal tow hier, oder was? Warte. Wir können auch mit dem unter durch, oder was? Alles gut, warte. Einfach beeilen, sagt Jasko. So, da sind wir drin. Jetzt können wir den schön ablaufen lassen, ne? Und dann gucken wir mal, dass wir hier Stück für Stück mal weiterkommen. So, Leute, hier. Der Strahl läuft, Alter. Pass mal auf, wir mussten den hier. Er hat verstopft, Alter. Jetzt lassen wir hier ablaufen. Da werden ein paar Liter kommen jetzt. Meinst du? Ja. Sauber. Ja, wir lassen eben ablaufen und dann können wir dieses Gestell komplett zerlegen. Endlich, ne? So, Leute, jetzt pass mal auf hier. Tank ist alles auseinandergebaut. Hier steht jetzt der gute Typ 3 Tank, ne? Hier haben wir unser Heizöl geerntet, ne? Geiler Scheiß. Denn hier dieses kleine Tischchen. Mal gucken, da habe ich schon ein, zwei Ideen, was ich daraus machen will. Das klingt echt ganz nice. Und hier vorne machen wir gleich noch die Kante zu, ne? Dass die auch zu ist. Also, ihr seht viele Veränderungen an der Halle, ne? Außerdem gesehen habt ihr vielleicht noch gar nicht. Hier noch ein fettes Regal hat Jasper da hingezimmert. Da steht Eddie jetzt so richtig schön in Geltung, Alter. Du kommst rein und hast ihn direkt vor Auge, ne? Jetzt müssen wir hier mal nochmal. Philipp ist nämlich hierbei, ne? Am Typ 3 bei der Schweißen. Es bleibt ja nicht aus, ne? Es bleibt nicht aus, ne? Ich hab wieder drin geschlafen, na, Leute, ihr wisst es. Ja, hier oben, ne? Guck mal, die Ecke, die hab ich beim letzten Mal nochmal eben freigeschnitten und so. Das muss auch weg, wegen Platz brauchen wir, ne? Ja, jetzt wollen wir drüben den Kupferflügel nochmal runternehmen, oder was? Wäre sehr geil, ja. Dann willst du kitten da und alles. Alles ordentlich flexibel. Geil, dann nehmen wir den Kupferflügel jetzt runter und dann zeige ich das auch später nochmal, wie du das da denn, wie geil das aussieht denn, ne? Geil! Dann bis gleich. So, Leute, guck mal hier, Kupferflügel ab und so, ne? Da kann Philipp jetzt loslegen und ich gehe jetzt hier an meinem lang ersehnten Projekt bei. Da, die ganze Scheiße einmal ausmüllen. Ich hole einmal alles raus. Müll in Müll halt und so, ne? Weil da ist auch viel Pappe und Verpackungsmaterial einfach drin und so. Was zum Auto gehört und was da drin bleiben muss, vielleicht mal in eine Kiste da schön in die Ecke stellen oder in einen Karton. Und einmal durchsortieren ist jetzt der Plan, ne? Dass der nachher einmal schier ist. Da muss ich nämlich hier mal bei, weil guck mal, das Brett hier, da habe ich noch die ganze Saison drauf gepennt. Das muss mal neu und so. Und ja, ich muss hier mal Maße wissen und sowas. Gucken, dass das alles ausgerichtet ist. Ich will nämlich die Innenausstattung bald machen. Bald will ich sie machen, ne? Ja, geil, Alter. Brutzelst du los, oder was? Dann machst du da noch die besagte Ecke da unten. Die eine Person nicht gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wen er meint, ey. Naja, Leute, dann habe ich hier auch mal ein bisschen hier nochmal gekratzt gerade und so. Also hier an der Seite, finde ich, mit dem Ergebnis bin ich schon ganz zufrieden, da das Weiß rauszuholen. Aber ey, wenn hier nicht mal einer einen Tipp für mich hat oder so, dann wäre mir noch weit geholfen. Vielleicht abbeizen oder so. Ich wollte eigentlich erst Graffiti-Entferner probieren, aber kam so eine 400 Milliliter Flasche, ich glaube 36 Euro oder so, hatte ich dann nicht so Bock drauf. Bisher immer mit dem Spachtel hier mal rüber gekratzt, das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber wie gesagt, hier oben ganz hartnäckig. Egal, Alter, weil guck mal hier, so wie er da aussieht, das wäre doch perfekt fürs Dach vom Bus da, oder was? Alles klar, ich räume jetzt die Scheiße aus und dann seht ihr hier gleich Erfolge. Jetzt guck mal rein hier, die Bude aufgeräumt, ne, hier mein Kapital gestapelt und was soll ich sagen, ich habe hier gerade mal ein bisschen Maß genommen, weil dieses Brett hier, man sieht es, das muss auf jeden Fall neu, ne? Und das obere werde ich dann in dem Atemzug wahrscheinlich auch gleich neu machen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil das ist echt kernig, das ist nicht gammelig oder so. Und ja, ich will mir jetzt hier nicht das schwerste Holz reinschrauben und das ist hier eigentlich schon gut leicht so, ne? Mal gucken, was ich da mache, Alter. Und dann, ja, muss man hier, da unten liegt jetzt noch so drin, was man braucht, aber ansonsten halt auch nichts. Motoröl braucht man sowieso immer. Da hinten, guck mal hier, Alter. Das ist jetzt Wachs, aber auch mit Sand und so, ne? Also auch unbedingt mal sauber machen da alles, wenn die Sitzbank raus ist. Das kommt. Ja, ich konnte mich nicht halten und hab hier gleich mal Gas gegeben. Hab mir hier erstmal so grob eine Schablone gebaut und dann
ein schönes Brett hier, zurechtgesägt, dass hier mal ein Deckel drin ist. Der passt jetzt noch nicht ganz. Als nächstes werde ich jetzt hier die Kanten alle nochmal schön mit der Feile, ihr seht das hier, mit der Feile so ein bisschen runterraspeln. Aber dann geht das los mit meinem eigenen Innenausstattungsvideo. Ich habe auch richtig Bock gekriegt gerade mit diesen ganzen Holzarbeiten hier, muss ich echt sagen. Ich habe mich davor echt immer so ein bisschen gegrault, aber mittlerweile habe ich richtig Bock gekriegt. Hier soll auch so ein Schrank nach vorne hin. Das machen wir demnächst mal, weil das wäre schon geil, wenn ich das da bald so drin habe. Ich habe mir noch Stoff besorgt und mit Polstern und all so ein Spaß. Oh, Philipp! Magge, und jetzt guck mal, Kinder. Hier ist jetzt Farbe drauf auf unserer schön gemachten Seite. Junge, da sieht doch kein Mensch mehr, dass da was eingeschweißt wurde. Geht doch stumpf alles runter, so die ganze Seite, ne? Aber wir haben es ja so gewollt, ne? Also mega, oder was sagt ihr? Also, ja, hier wird jetzt noch verkittet und sowas. Und dann, ja, wir haben die Tage jetzt auch nicht da geschweißt und so. Ihr wisst ja, ich war eine Woche krank. Da hinten der Motor von Phil wartet. Wir haben mir echt heute mal so ein paar Kleinigkeiten an der Halle gemacht. Ich würde auch sagen, das langt jetzt für euch hier, ne? Also mal gucken, ob ich hier die Tage nochmal was mache. Aber ich würde sagen... Boah, der schwingt aber nach. Oh Mann, Alter, hier. Der Bus hat richtig Bock. Hexafari nochmal auf wieder. Und dann geht's da drin jetzt richtig los mit dem Innenausbau. Ist auch heiß, ne? Also guck mal, wie viel Platz da drin ist und so. Ja, ich bin richtig heiß, muss ich sagen. Gut, ich räume noch ein bisschen auf und ist Feierabend. So, Leute, anderer Tag, ne? Kurz mal, was ich so gemacht habe noch. Hier, die Ecke mal angefangen, bisschen den Lack runter. Guck mal, wie geil das Weiß da unter ist, wenn man das Rote erstmal runter hat. Schätzt mal, was habe ich für diese Ecke gebraucht? An Zeit, so, ne? Also klar, ich habe hier zwischendurch überall mal drin nochmal gekratzt, einfach um zu gucken, wie gut das geht. Ich will den auf jeden Fall so komplett blank machen und weiß haben. Habe ich richtig Bock drauf. Also die ganze rote Farbe runter und dann, glaube ich, matcht das hier ziemlich gut mit dem Dach. Also, da geht's weiter dran. Dann seht ihr hier, die Hackmesser sind wieder runter. Der Reifen muss weg. Er ist zu ballig und so. Ich habe andere Reifen da mir auf Halde gelegt, ne? Ja, das heißt, ihr seht demnächst, ob das Ding hier fährt oder nicht. Ich sag mal so, spätestens heute in einer Woche muss das Ding komplett fahren. Weswegen werdet ihr denn noch sehen, ne? Ja, hier Jascha mit dem Karmann. Er ist heute auch mal ein bisschen Probe fahren, sag ich mal. Aber dazu mehr im nächsten Video. Ihr seht das da, ne? Außerdem hier, guck mal hin. Philips Typ 3. Hier geht's hart weiter, ne? Ich gebe euch einen kurzen Spoiler so. Die nächste Seite steht an. Da kommt auch ein Video drüber. Und hier hinten mit Phil. Wir sind dran. Da kommt auch dem nächsten Video zu. Neuer Motor für den Typ 3. Also Leute, außerdem, ne? Ich muss euch hier nochmal kurz sagen. Boah, neue Sticker im Shop. Das heißt, jetzt auch wirklich, wenn ihr jetzt heute da rein geht in den Shop, dann seht ihr den neuen Hartmut-Sticker. Ich blende euch hier mal kurz schon mal ein Bild ein, dass ihr ihn mal sehen könnt. Also wirklich einfach nur klassisch, zeitgenössisch, so sag ich mal, ne? Wer Bock hat, wir sind für Support hier echt immer dankbar, dass ich das auch weiterhin machen kann mit dieser ganzen Schneiderei und so, weil es raubt wirklich Zeit und ich habe auch eigentlich Besseres zu tun mit meiner Freizeit. Alleine das, was ich immer an so einem Video rumschneide, könnte ich so gut in die Autos stecken und so, aber es macht mir halt auch Spaß und euch macht es auch Spaß. Von daher wünsche ich mir, dass ich das weiterhin so machen kann. Ja, Leute, also, ne, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo da. Folgt mal bei Instagram vorbei, so, ne. Auch unten in der Videobeschreibung seht ihr Instagram-Kanal. Kommt rum, Alter. Vielleicht ist da ja auch was dabei, was euch gefällt. Gut. Und außerdem T-Shirts. Kinder, T-Shirts. Ich habe jetzt eine Besprechung. T-Shirts kommen rein in den Shop. Und dann läuft das über Vorbestellungen und hast du nicht gesehen. Ich muss mal gucken, was man da preislich machen kann, weil das ja auch alles versteuert wird und hast du nicht gesehen. Mach das ja hier richtig offiziell und so. Also, wer Bock hat, uns zu supporten, auch da T-Shirt immer gern genommen. So. Ich bin da an mehreren Designs schon dran. Aber egal, Leute, dazu im nächsten Video dann auch mal mehr. Ich wünsche euch was. Haut rein. Schönen Tag noch und vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.